Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft Mark. Heute wieder mit. Ist es so? Mit Jeff. Er heißt Erwin Jeff. Zeit. Erwin Inside. Erwin Inside, das bin ich. Hallo, der freundliche Fischer Erwin Inside. Guten Tag. Ich mache verschiedene Videos auf YouTube. Ihr könnt das angucken, wenn ihr wollt. Das ist aber nicht. Unter anderem Fischvideos, sehr tolle. Das ist mein Hobby in der Tat, ja. Ich würde gerne. Gott. Ja, was denn? Ja, alles gut. Skelett. Sehr schön, geilo. Skelett. Hallo. So, Freunde, wir bauen jetzt mal unsere Smeltery fertig, damit wir das hinbekommen. Ja, du bist fleißig underways, ne? Gerade. Ich bin fleißig underways. So. Und, da schauen wir mal. Irgendwas. Oh Gott. Was ist denn? Charged? Nee, das ist auch nicht charged. Ich bin hier vollkommen. Du musst das fühlen. Vollkommen weg. Ey, das war echt riesiges Glück, dass ich am Anfang Charged Status Quartz gefunden habe. Wo ist denn jetzt der Drain? Das ist Charged. Ha! Ich hab Charged gefunden. Alles gut. Das ist wichtig, Revi. Wir brauchen jetzt viel davon. Okay. Aber wie viel brauchen wir davon? Eins habe ich nur bekommen. Shit! Egal. Ist das denn viel jetzt oder mehr das wenig? Das ist mehr wenig schon so, ja. Oh, das hier fast. Den hier brauchen wir. Sehr schön, das passt ganz genau von den Dingern, die wir. Bei dir passt immer ganz genau, wie wir aufnehmen. Und dann haben wir auch schon unsere Smeltery fertig. Das heißt, wir können direkt an schöne Waffen weiterhin machen. Das ist Alter, wie schnell du das alles fertigstellst. Du bist richtig krass. Ich bin richtig krass. Schau doch mal im Kanal vorbei. Links in der Beschreibung. Links? Nee, oben. Links, oder? Ist in der Beschreibung. Links. Tschüss! Das ist der Witz, oder? Witzige Dudorino. Das ist auch nur in welchem Universum? Im gelben. Ja, okay, alles klar. Gut, ignorieren wir das einfach. Gut, gesprochen wird von uns beiden Holzköpfen. Ja. In der Zwischenzeit muss ich mir Gedanken machen über das Draconic-Ding, ob ich mich tatsächlich an diese Waffen ranwage oder endlich mal mein Haus anfange zu bauen. Ich würde es lassen. Irgendwie ist Häuslebau ja so bei keinem hier irgendwie angesagt. Nee, aber es ist eigentlich echt sinnvoll, muss man ja einfach mal auch dazu sagen. Also ein Haus ist tatsächlich somit das. Ich meine, ich habe jetzt schon echt ein Jetpack, ich habe jetzt ein Atomkraftwerk, ich habe jetzt diese scheiß Needlegun. So langsam läuft bei mir eigentlich, ne? Ja, die Needlegun, also, haben wir ja letzte Folge schon gesehen, was passiert ist. Ja, das tut mir auch, wie gesagt, immer noch leid. Das war echt ein bisschen crazy, Babazy. Aber ja, das Ding ist echt mächtig. Alter. Meine Fresse, Alter. Bei aller Liebe. Das Ding ist echt ordentlich. Das hat ja echt auf dem Kasten. Ja, aber damit rechnet man ja auch nicht. Nee, überhaupt nicht. Meine Güte. Ernsthaft nicht. Ich hab halt zuerst auf den Mob geschossen, so, und jetzt ist sie gestorben. Und dann dachte ich halt so, ja gut, dann versuchst du das mal. Wer ist irgendwie genauso wie ein Mob? Wie bitte? Dann dachtest du dir, wer ist genau vom Verhalten her wie... Ich sag nichts mehr, ich rede nur und sehe. Willkommen bei mir. Ist das so? Ich bin komisch. Ich glaube, das ist gar nicht meine Kiste, wo ich hier dran war. Ich glaube, das ist die von Dena. Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Dena? Alle Malakwa-Maler. Freunde, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es sinnvoll haltet, einen größeren Reaktor zu bauen, weil wenn der hochgeht, macht er einen größeren Knall. Nee, jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube, ich baue mir echt einen größeren Reaktor unter Tage, noch den ganz großen. Okay. Weil wie irgendwie groß geht ist der ganz der große? Der ist ziemlich groß. Der kann auch tatsächlich, glaube ich, die Stadt in die Luft sprengen dann. Also ich glaube, der kleine hier, der kann nicht so viel ausmachen, aber den großen, den werde ich dann für den auch nicht bauen. Zwei von den großen nebeneinander mit Kühltürmen jeweils. Einfach nur damit der Reiz da ist, so dass jederzeit was passieren könnte. Genau, einfach um die ständige Spannung aufrechtzuerhalten, dass irgendwann einfach das Projekt wegen uns beiden Idioten beendet sein könnte. Genau, deshalb machen wir das. Cool. Ey, war das nicht so? Hallo? Hallo! Cool, okay. Ich bin der Dummkopf, weißt du das? Nein! Sie sind kein Dummkopf. Ich habe Beweise dagegen. Mein Arzt hat mir das gesagt. Ich bin der Dummkopf. In diesem Sinne bin ich der Dummkopf. Ich muss aber tatsächlich, ich habe letzte Folge oder in der Zwischenzeit diese Leute das nicht mehr rausfinden können, warum das mit dem Dust nicht funktioniert hat. Ihr werdet mir das höchstwahrscheinlich schon in die Kommentare geschrieben haben. Es tut mir schrecklichst leid. Meiner Meinung nach ist es ganz einfacher Sand, den ich jetzt tatsächlich auch nicht mehr im Inventar habe. Ich habe weggeworfen. Die Frage, ob das jetzt so funktioniert, ne? Müsste man mal schauen. Sand? Ich brauche einen Lava-Eimer. Kann man Lava produzieren? Sand? Ja, irgendwie kann man. Es gibt so ein Lava-Ding, was man produzieren kann sogar. Man kann irgendwie Lava produzieren, habe ich gesehen. Okay. Gibt irgend so ein Ding, was. Gibt so ein Lava. Lava. Mr. Lava Lava. Mr. Lava Lava. Mal Lava. Denn wir, wie gesagt, also ich habe es noch nicht rausgefunden, aber ich beschäftige mich damit heiß und innig. Und ja. Lava Fabricator, genau, dafür brauche ich nur Blaze Rods und alles klar, gut. Mhm, ja. Alles gut. Blaze Rods. Alles da, was dafür. Ja, Blaze Rods. Blaze Rods schon wieder. Ja. Blaze! Blaze! Hallo! Da bin ich die Power da rein!
So, das Steinschwert. Ach, nee, das ist das jetzt schon gewaschen? Was? Alle Male Wacke, oder? Ach nee, das wäscht nicht, war kein Wasser drin, das Smurf, sag mir das doch. Ja, Entschuldigung, ich kenne mich doch da nicht aus. Willst du mal meine Needlegun sehen? Nee. Warum? Ich hab gehört, aus sicheren Quellen, dass man die nicht sehen soll. So, zack, zack, zack. Ich hab noch so viel Graphit, Freunde. Ich könnte noch so einen großen Reaktor bauen, fällt mir gerade ein. Was sagt ihr? Einen großen Atomreaktor, der alles zerberstet? Hm, was haltet ihr davon? Der so richtig dick hochgeht und alles zerfickt, wenn er explodiert. Das wäre doch was, oder Smurf? Nee, ja. Mach, wie du möchtest, natürlich. Ja, gut. Kühlaufladung um 64 Einheiten. Wie viele Einheiten kann ich noch machen? Gold brauchen wir auf jeden Fall auch. Oh, dann mache ich 150 Gänge jetzt. 150 Gängens. Gut. Wo ist denn mein Eimer? Ich hatte irgendwo einen Eimer und der ist weg. Das ist traurig. Das ist wenn man halt diesen Eimer hatte und von Anfang an. Ja, den so vermisst man, ne? Ich habe auch. Ja, man hat so eine innere Bindung zu dem Eimer aufgebaut. Und dann irgendwann merkt man halt so, dass der Eimer dir viel wichtiger ist, als man denkt. Alle anderen. Im Projekt. Ich vermiss dich, Eimer. Da bist du! Wo bist du, mein Eimerlicht? So. Ja. Ey, das tut mir jetzt ein bisschen weh im Herzen, dass ich auch diesen Quarz nicht mehr habe. Ey, es ist alles blöd. Ja, und jetzt. Das hätte ich tatsächlich finden sollen. Mann. Komm. Oder brauche ich noch mehr davon? Aber hallo? Hallo? Ah, da, okay. Jetzt habe ich wieder Plutonium und Plutonium kann ich wieder in den Reaktor tun für neue Energie. Übertreib. Sehr schön. Das ist halt das Geile. Ich habe eine unendliche Energiequelle gerade geschaffen. Das mit dem Atomreaktor. Das hört sich ganz also nett an. Also das Ding ist, das nimmt halt immer weiter ab in der Haltbarkeit, sage ich schon. Also im Betrieb. Weißt du, was ich meine? Ich meine... Also kann ich die Dinger nicht immer wieder refusen. Ich meine, ich weiß, was du meinst. Aber ich bin nicht sicher. Aber das ist ganz schön eigentlich. Also schon nicht verkehrt. So. Dann gehen wir mal ganz kurz in den Nether und holen uns mit ein paar Eimer ein bisschen Lava. Netherquarz. Was will ich in den Nether eigentlich? Der Nether ist scheiße und schwul. Yes. Oh, scheiße und Schabuhal, sagt er. Ja, der Nether ist echt nicht cool. Nicht? Aber ich kann ja mal den Needlegun mitnehmen, dann kann ich im Nether ein paar Peoples töten. Stimmt! Ist es so teuer? So ein Nether-Ding? Oder was? So eine Needlegun? Ja, irgendwie sowas. Ja, die ist halt nicht günstig gewesen, ne? Also ich habe jetzt da zwei Folgen lang gesessen, aber... Glas. Ach guck mal, halt man kann mit Netherquarz kann man Glas färben, oder? Ja, ja. Ah, okay, ich komme mit den Nether. Wo gehen wir rein? Ich gehe bei Palle rein. Warte, ja, ich guck mal kurz. Oh, nee, warte, oh Gott, ich muss mal dringend mein Jetpack refuelen. Gomer rein. Gomerings! Okay, warte, zack, zack, zack. Bei Kiev. Ich muss unbedingt noch eine Twilight Forest, wollte ich unbedingt noch machen, aber den hast du uns ja zuvor gekommen, ne? Ja, ich habe auch. Hast du deine Kiste damit größer gemacht? Kann das sein? Das war gestern so eine kleine Debatte bei mir im Stream. Ja, habe ich. Ich habe nicht mit Twilight Forest, einfach ich habe eine Diamantkiste gebaut, eine Kristallkiste. Nee, so eine mit, die eine rumläuft hinter dir. Die Luggage kann man, nee, so eine größer, hab ich nicht. Die kann man größer machen, wenn man. Kommst du mit in den Nether jetzt? Ich belade gerade mein Jetpack auf, bin sofort da. Ich bin schon diverser Tresen. Okay. Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Oh Gott, Alter, dieses Ding hier ist so gefährlich. Wieso explodiert das denn hier immer, das Portal? Ich weiß es nicht, irgendwas ist da komisch. Also auch dieser Spawn ist irgendwie komisch. Wir müssen übrigens dringend die Portale zumachen. Warum? Zumindest bei Kev, weil der ist letztes Mal ein bisschen ausgeflippt, weil durch unseren Mod können auch Viecher durch das Portal durch. In die Wohnung. Oh Gott, ich bin gerade fast verbrannt in der Lava. Oh Gott, was ist das? Nicht so geil, du. Was wollte ich? Quarz. Ich muss mal jetzt gucken. Ich suche Quarz. Quatsch. Mann, wie kommt jetzt hier am easiesten an die Lava runter? Hast du den Jetpack? Doch, hast du dabei, okay. Ja, aber das Ding ist halt, es klingelt schon wieder bei mir. Wie, es klingelt bei dir? Es klingelt halt ständig bei mir. Wenn ich irgendwie. Wenn du was? Ich habe richtig Angst, dass mein Jetpack gleich über der Lava leer geht. Kennst du das Gefühl? Mhm. Deswegen habe ich es aber auch gerade aufgeladen. Zack, zack, zack. Es gibt ja noch irgendwie bei Simply Jetpacks viel, viel größere Jetpacks, ne? Und auch viel schnellere. Also ich fliege jetzt einfach mal hier rüber und hoffe, dass es klappt. Bitte, bitte nicht sterben. Ich sehe es gerade. Oh Gott, Alter. Was musst du denn da holen? Lava. Lava? Ja. Okay, und dann musst du... Okay. Oh Gott, warum brenne ich? Ah, okay, ich bin dann so eine Pflanze. Ja, anders geht's ja nicht. Was bist du denn? Wie süß ist er denn? Ein was Imp. Denn? Was? Da warte, ich komme, ich will das Imp sehen. Oh, wie süß. Imp. Jetzt bestimmt, Alter, mit der Needlegun direkt in die Fresse, wenn ich so wichtig kenne. Wo ist das? Hier, ist das? Bei mir oben. Ja, guck, wie süß er ist. Wie so ein kleiner Teufel. Macht er? Nicht so. Im Nether anzünden. Boxen. Oh Gott, ja, okay. Ich? Box den mal, meinst, ja. Meinst du, der rastet aus? Mhm. Komm ich dran. Brauchst du nicht, oder? Der macht gar nichts. Gar nichts. Der ist voll süß. Der ist Mr. Moorgame, der ist friedlich und süß. Schön. Ja gut.
Wir haben Mr. Morgi gefunden. Muri! Ich nehme auf jeden Fall hier noch die Nezzar-Coal mit, weil die ist ultra geil, die Nezzar-Coal. Die Quelle. Die ist nämlich richtig, richtig gut, weil man daraus nämlich richtig viel Kohle gewinnen kann. Wenn man immer so ein... Ich habe auch Kohle, ist, ganz viel. Der ein bisschen Kohlemängel hat. Hast du? Ich habe unendlich viel Kohle. Echt jetzt? Und unendlich viel Essen. Und unendlich viel Holz. Ich habe doch noch, ich habe so eine Holzfarm, eine unendliche. Stimmt, so eine wollte ich mir auch noch bauen. Das macht echt Sinn, ne? Ja, also du hast unendlich Kohle, Holz und Essen. Halt durch Äpfel. Wieso Essen? Äpfel. So, isst du die ganze Zeit echt Äpfel? Ja, ja. Geht super. Und Äpfelkake. Ja, aber... also, aber ich glaube, ich baue mir sowas noch im Livestream. Livestream baue ich dann noch endlich wirklich mal mein Haus, kein Scheiß. Ey, ohne Mist, ich hab's auch die ganze Zeit probiert. Vielleicht das Dumme ist, mir fällt gerade ein, vielleicht habe ich sogar schon gestreamt, Freunde. Ja gut. Okay. Man weiß es nicht, zack, ne? So, dann packen wir jetzt mal die Labor in den wunderschönen Brunnen hier von Tinker's Construct, in den Smeltreeds. Wie schnell du die Smeltree auch fertig hattest, ey, ich bin immer noch hoch fasziniert davon. So. Ich werde mal kurz hier wieder rausgehen. Zack. So. Ja, und jetzt können wir quasi anfangen mit Tinker's Construct. Jetzt seid ihr am Start, meine Freunde. Jetzt müsst ihr nämlich sagen, welche Waffe bei Tinker's Construct sich am ehesten eignet, um Leute zu regen. Die Needlegun, da haben wir auf jeden Fall schon mal ganz gut mit vorgelegt, würde ich sagen. Aber alles andere. So, Kev kann nicht böse sein. Ich habe alles richtig. Da brauche ich natürlich eure Hilfe für. Schauen wir mal, was mal rauskommt, wenn ich das pulverize. Ja, bei Tinker's Construct brauche ich auf jeden Fall was Cooles. Findest du echt? Also ich bin da nie gut mit klargekommen. Irgendwie ist die Mod und ich, wir sind nicht warm geworden. Ich werde mich da auch nochmal mit auseinandersetzen müssen. Mhm. Aber wir sind da irgendwie nicht mehr warm geworden. Jetzt muss ich schon wieder Sand holen. Ich habe das, glaube ich, weggeschmissen, nicht Dummbatzen. Entschuldigung. Dummbatzen. Entschuldigung, Leute. Ich habe es weggeschmissen. Ah, warte mal. Ich wollte noch irgendwas machen. Entschuldigung. Habe ich nicht noch? Genau, ich habe doch noch Schaden, Freunde. Ich habe doch noch. Schaut mal hier. Ist es nicht was oder nicht? Das ist was. Mit der Enderpearl kann ich doch noch... Genau, ich mache mir doch noch eine Enderkiste, wollte ich noch unbedingt gemacht haben. Und die mache ich schon. Du brauchst die Blazes hier für, das brauchst du echt. Ja, aber ich habe ja noch zwei Stück davon. Ja, aber du brauchst ja vier für einen. Warum das denn? Weil du vier für eine Ender-Chest brauchst. Ja, ist das gerne, dass du das hältst? Mhm. Wegen irgendeinem Modpack, glaube ich. Zack. Jetzt echt? Ja, kannst du nachgucken. Ender-Chest eingeben und dann... Tuk-tuk. Zack. Wenn ich Ender-Chest eingebe, passiert gar nichts. Doch, Ender... auseinandergeschrieben, ne? Ender-Chest. Ender-Storage. Hey, nein. Doch. Hey, lol. Doch. Ja, Ender... Ein Chest, ja. Und die kannst du oben, auch einfärben, so. Das ist generell eine andere. Also mit so verschiedenen Wollen. Die normale gibt's gar nicht mehr? Ich glaube hier nicht. Das ist, glaube ich, eine, ja, von Ender Storage, von einem Modpack halt. Deswegen wurde die abgeändert. Wie gesagt, du musst die auch einfärben, denn da oben sind so drei Farbblöcke drauf und dann kannst du unterschiedliche Farbzuweisungen machen. Denn wenn wir, ich habe zum Beispiel blau, 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 Kev hat weiß, weiß, weiß. Und ich hatte ganz am Anfang immer weiß, weiß, weiß. Und dann habe ich immer die ganzen Sachen aus meiner Turtle Kev gegeben. Ist ein bisschen blöd. Ja, ist doch viel geiler, wenn ich dann die Farbkopf von der anderen rausfinde, dass ich dann klaue. Ja, kannst du machen. Aber das gleiche gilt dann halt auch für deine, ne? Kann ja auch bei mir drin landen die ganze Zeit. Ja, das passiert doch nicht. Das passiert doch Entschuldigung. Nicht. Entschuldigen Sie bitte, das passiert doch nicht. Bevor wir es jetzt wieder vergessen, Freunde. Oh, ich hab sogar mega viel Glas dabei noch gehabt. Das heißt leider, ich muss ja noch ein Ding machen. 40 Sand? 40 Sand hast du auch? Ich hab angeblich 40 Sand. Okay, das läuft bei dir. Warte mal, Flachs. Flux Dust. Wir gucken noch, dass wir ganz noch den Markt bauen für den lieben Paluten, den ich letztes Mal gestorben habe. Oh, stimmt. Den ich letztes Mal getötet habe. Spoiler! Weil, die Leute wissen halt nicht, dass es einfach ein scheiß. Unglück, ja, war. Das war ein mieses Unglück. Es war halt nicht geplant, als ob ich das mit Absicht mache, ohne Witz. Nee, wie sehr du das mit. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. So, ich hab nicht genug Eisen. Oh nein! Wie? Ja, gut, dann muss ich das einfach wann anders machen. Kriegen wir aber dann in der Folge, wo ich streame, vielleicht schon hin. Schauen wir einfach mal. Ja, Freunde, ich bin soweit durch. Ich habe jetzt meine Needle Gun, ich habe meine. Oh Gott, aua, Schmerzen. Irgendwas macht mir sehr viel Schaden. Oh Gott. Okay. Oh Gott, irgendwas macht Blitze hier. Ja, das war nee, ich. Nee. Ich hasse die Dinger einfach. Warte, ich töte das kurz. Ja. 5 Schüsse hat es noch, sehr schön. Mal schauen. Alter, das schockt mich die ganze Zeit halb tot. Okay, ich werde vielleicht verrecken. Echt geil, dieses Ding, wenn ich hier oben auf meinem Balkon stehe. Alter. Und wie ein Scharfschütze. Hasse es, Revi! Ja, alles klar. Nein, ich sterbe jetzt, Mann! Ich hasse die Dinger. Die sind einfach unmöglich zu besiegen. Hard Combat Loggen gleich. Okay, ich habe auf jeden Fall jetzt fast meine Vibration Chamber. Habe ich jetzt fast fertig, Leute. Müssen wir einfach nur noch mal kurz. Oh lol, Digga, das zieht so viel Damage, das Ding, ne? Den hier. Oh mein fucking Gott, Alter, hier sind so viele Monster bei mir, das ist unglaublich.
wenn ihr wissen wollt, was da abgeht, schaut doch mal bei Smurf vorbei. Ja. Ich muss jetzt die Folge beenden. Ja, ich komme mit. Ich habe auch ganz viele Überzeugungen. Und nächstes Mal lasst einen Daumen hoch da. Schreibt mir in die Kommentare, was für Waffen ihr bei Tinkers Kontra bauen würdet. Haut rein! Tschüss! Schießen!